Und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, man kann es schon erkennen. Ich habe heute ein DIY für euch. Um genau zu sein, also hauptsächlich geht es in dem Video um diese Hörner. Ich zeige euch nämlich, wie ihr die ganz, ganz easy zu Hause machen könnt. Ihr braucht dafür wirklich eigentlich nur zwei Sachen. Also bleibt gerne dran, falls euch das interessiert. Das restliche Make-up werde ich euch natürlich auch zeigen. Allerdings im Schnelldurchlauf, weil das mega, mega simpel ist. Also ja, viel Spaß beim Zuschauen und let's go! So Freunde, ich starte jetzt als erstes mit den Maleficent Hörnern. Und bevor wir anfangen, zeige ich euch kurz, was ihr dafür braucht. Das erste ist, braucht ihr nicht unbedingt. Das ist einfach ein Haarnetz. Das war mal bei einer alten Perücke dabei. Ich werde das einfach vorsichtshalber über meine Haare stülpen. Genau. Was ihr aber braucht, ist Alufolie. Oder ich denke mal, ihr könnt auch Frischhaltefolie nehmen. Ich glaube, mit Alufolie ist es etwas leichter. Ihr braucht Alufolie vor allem für die Hörner. Ich werde gleich meinen kompletten Kopf damit bedecken. Jedenfalls die Stelle, wo ich halt die Kopfbedeckung haben möchte. Und anschließend werde ich auch die Hörner daraus formen. Und wieso Alufolie? Deswegen. Ich werde nämlich dann den kompletten Bereich mit diesem Klebeband bekleben. Das ist, das muss ich dazu sagen, kein Panzertape oder so. Also das klebt nicht stark. Das ist einfach so eine Art, ja, Isolierband. Das kriegt man ganz leicht ab, aber trotzdem zum Schutz der Haare mache ich einmal ein Haarnetz auf meinen Kopf und die Alufolie. Und jetzt, glaube ich, versteht man, wie ich das Ganze, also was ich vorhabe, und jetzt starten wir. Genau. Übrigens als kleine Info, ich werde den kompletten Ablauf auch mit Make-up für TikTok mitfilmen. Also falls euch das interessiert, dann schaut auch nach dem Video gerne auf TikTok vorbei. Würde mich mega freuen. Wie gesagt, ich starte jetzt erstmal damit, dass ich mir dieses super sexy Haarnetz auf meinen Kopf stülpe oder über meinen Kopf stülpe. Ach ja, bevor ich das mache, ich werde jetzt erstmal kurz meine Ohrringe rausnehmen, damit die nicht stören. So, jetzt aber. Und natürlich packe ich da auch meine ganzen Haare rein. So sieht das jetzt aus. Wunderschön, ich weiß. Und jetzt kommen wir zur Alufolie. Next Step ist, wie gesagt, die Alufolie. Ich werde die jetzt ganz, ganz simpel einfach nur hier auf meinen Kopf wickeln. Also um diesen Bereich, wo ich halt auch das Haarnetz drum habe. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Deswegen, let's go! Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie laut das ist. Oh mein Gott. So, das müsste reichen. So, wenn ihr dann aussieht, als wärt ihr gerade frisch aus dem All gekommen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Es muss nicht perfekt sein. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Schutz für die Haare. Und jetzt umwickle ich alles mit Schwarz, weil die Kopfbedeckung ja schwarz ist. Yes. So, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Also ich weiß nicht, wie es von hinten aussieht. Es fühlt sich ganz gut an, keine Ahnung. Und wie man erkennen kann, ich habe hier noch so eine Ecke reingemacht. Weil das halt bei Maleficent auch so ist. Deshalb, und ich werde jetzt aus Alufolie die Hörner formen. So, das sind jetzt hier meine beiden Hörner. Ich habe darauf geachtet, dass die beide ungefähr gleich aussehen. So wird das dann ja später hoffentlich aussehen. Ich werde jetzt natürlich auch mit dem Klebeband umwickeln, damit die schön schwarz werden.
Ja, ich bin mal gespannt, wie die gleich aussehen werden. So, das sind jetzt hier meine fertigen Hörner. Und die werde ich jetzt genau so wieder mit dem Klebeband befestigen. Und bitte betet für mich, dass das hier reicht, weil das ist gefühlt leer. Also ich muss sparsam sein. Ja, let's go. Ich hoffe, es reicht. Okay, wie man sieht, die Hörner sind dran. Ich bin einfach so begeistert. Es sieht einfach so heftig aus. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich das jetzt so gut hinbekomme. Ich muss sagen, guck mal, was ich bitte für ein Pro bin. Es hat einfach genau gereicht. Ich bin so happy. Ja, das sind jetzt die Hörner. Wie ihr gesehen habt, es ist super easy. Also, das kriegt wirklich jeder hin. Vor allem, es muss ja nicht irgendwie ordentlich sein. Ist es bei mir halt, wie man sieht, auch nicht. Aber es sieht trotzdem mega, mega cool aus. Jetzt komme ich zu dem Make-up. Ich muss euch schon mal vorwarnen, ich werde jetzt das Make-up nicht ausführlich zeigen. Dazu gibt es hier, glaube ich, auf YouTube schon Millionen von Videos. Aber also ich werde euch das natürlich dennoch im Schnelldurchlauf zeigen. Ich bin ja schon geschminkt, deswegen wird das jetzt auch nicht so ein krasses Make-up, sondern ich werde das einfach ein bisschen, ja, mehr nach Maleficent aussehen lassen. Genau. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Ich habe euch jetzt gar nicht großartig mitgenommen, weil ich das von einem Spiegel machen musste. Ich habe mir einfach ein bisschen Wachs genommen, das zu so einem Würstchen geformt und das mit so einem Holzstäbchen hier so ein bisschen verblendet. Und ich trage da jetzt hier oben Make-up auf, einfach damit das hier ja alles schön hell ist. Und hier werde ich richtig krass konturieren. So, ich habe jetzt alles fixiert. Konturiert habe ich jetzt noch nicht, denn ich möchte jetzt erstmal meine Kontaktlinsen einsetzen. Ich habe nämlich ganz vergessen, ich habe ja noch grüne Kontaktlinsen gehabt und Maleficent hat, soweit ich weiß, grüne Augen. Deshalb passt das natürlich perfekt. Das war es an dieser Stelle auch schon von meinem DIY Maleficent Hörner Video oder Make-up, keine Ahnung. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne meinen Kanal und schreibt mir mal gerne weitere Wünsche in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!